Wie gefährlich ist denn die Handystrahlung wirklich? Mein Gott, ey, da gibt's Halbwahrheiten und schlaue Leute, die im Sinne von der Verbraucherorganisation oder von sonst was für Leuten reden. Lass dich nicht verarschen, überleg doch mal selber. Wir haben doch in Physik einige Sachen gelernt. Ja, es gibt solche Sachen. Ameisen wurden geschädigt. Ich komme aber gleich drauf. Ich werde einen Link anfügen. Leute, ihr könnt euch die Links angucken. Das Video wartet hier. Ihr verpasst nichts. Betrachten wir uns mal die Handyfrequenzen. 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, das Doppelte von 900, ne? Oder in Gigahertz 0,8 GHz, 0,9, 1,8 GHz, klar. Das sind die typischen Sendefrequenzen unserer Handys. Das ist hier typisch E-Netz, das ist D-Netz und so weiter. Wie weit die reichen, ob E-Netz oder D-Netz, ja, kann ich nur sagen, werde ich auch noch einen Link anfügen, ne? Also siehe Link. Und wenn dieses I hier oben erscheint, beziehungsweise der Teaser, könnt ihr, wie gesagt, darauf gehen. So, naja, gut. Okay. Da könnt ihr euch selber schon mal ein Bild machen, ob E-Netz oder D-Netz und so weiter. Oder hier, der Mikrowellenherd. Der hat 2,455 Gigahertz, hat man so festgelegt, aus technischen Gründen und so weiter. Aber was für Leistungen werden da abgegeben? Mittlerweile über 1000 Watt. Nebenbei, ein Handy. Die spezifische Sendeleistung sollte eigentlich, das ist so ein SAR-Wert, könnt ihr selber nachgoogeln, was SAR heißt, habe ich jetzt keine Lust. 2 Watt pro Kilogramm Körpermasse betragen. Nehmen wir mal an, unser Kopf hätte 10 Kilogramm Körpermasse, dann hätten wir hier 20 Watt Sendeleistung. Wenn überhaupt. Gegenüber 1000 Watt, 20 Watt. Also, naja. So, die andere Sache ist, die Sendeleistung ist wesentlich kleiner, weil wir wollen ja alle Batterie sparen, sag ich mal so locker dazu, wie lange so ein Handy hält. Also so ein Handy-Akku. Werde ich auch einen Link noch anfügen, wenn ich den unterkriege, wie man Milliamperestunden, Amperestunden und so weiter und so fort umrechnet. Könnt ihr euch da angucken. So, nochmal, wenn Kopf 10 Kilogramm wiegen würde, dann hätten wir 20 Watt. Aber das Handy strahlt wesentlich weniger ab, damit es letzten Endes die Batterie schont. Okay, das ist die andere Seite. Schon mal dieser Leistungsvergleich. Wenn ich was erwärmen will mit solchen Frequenzen, und die habe ich hier noch nicht mal, obwohl darauf komme ich dann nochmal, dann kann ich mit 20 Watt wahrscheinlich nicht viel anfangen. Zumal die ja sowieso nicht andauernd ausgestrahlt werden. Und jetzt zum Allerwichtigsten. Die Eindringtiefe elektromagnetischer Strahlung. Das wird in der Diathermie genutzt. Also bei der medizinischen Physik ist es ganz wichtig, sich mit Diathermie auszukennen. Sage ich jetzt nicht viel dazu. Je tiefer die Frequenz, kann ich bloß sagen. Also, wenn es um die paar hundert Kilohertz geht, nicht Megahertz oder gar Gigahertz, dann durchdringt ihr den Körper einigermaßen. Permittivität sagt man da, das Durchdringungsvermögen. Aber alles, was in diesen Frequenzbereichen liegt, das kann zwar ein bisschen erwärmen, aber es dringt kaum in den Körper ein. Ein paar Millimeter. Mein Gott. Habt ihr euch selber ein Bild gebildet? Ne? Bilder bildet man sich. Die entstehen vor dem geistigen Auge. Aber nur, wenn man was weiß. Wenn man nichts weiß, geht's nicht. Ich hoffe, ich konnte was zum Wissen beitragen, weil mich regt diese Diskussion auf. Mein Gott, nochmal. Also, ich wünsche euch was. Ich füge hier zum Schluss noch Links an. Ihr werdet es ja selber sehen. Vielleicht hilft es euch. Und wenn nicht, naja, hinterlasst einen Daumen nach unten. Mir auch egal. Hauptsache, ich weiß mal, habe ich wieder mal was getroffen oder nicht? Mal aus physikalischer Sicht. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.